Okay, meine Damen und Herren, einen recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder auch gute Nacht zu einer weiteren FM-Signals-Info-Show-Videoausgabe. Mein Name ist immer noch Daniel Galsch aus dem schönen Stuttgart und ich heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen zur technischen Analyse-Neuigkeiten am Dienstag, den 20. November 2012, mittlerweile 19:37 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Ja, ich habe euch mal wieder eine Handlungsmöglichkeit vorbereitet, und zwar den Pound Chief, wenn man so will. Den Pound Chief, 5-Minuten-Chart, und zwar ergibt sich hier ein schönes technisches Bild, das Handelweis natürlich, liquides Wechselkurspaar. Wir sehen hier 1,4974, 1, sogar 5 Pips hier bei meinem Broker, liquides Handelspaar und eine Absicherung, Versicherung, ein Hedge gegenüber dem Pound-Dollar, den wir ja gestern gekauft haben und momentan eben auf unsere Zielmarke pendeln, sage ich jetzt mal, und dranbleiben, also im Pound-Dollar Long. Und Pound Chief würde ich aber, diametral Short gehen, um halt entsprechend uns abzuhatchen, beziehungsweise den Chief kaufen. Und dann gab sich eben die Möglichkeit, den Pound zu verkaufen, um eben eine Brücke zu schlagen zu unseren gestrigen Handlungsmöglichkeiten. Okay, kommen wir gleich zur Sache. Hier haben wir den Pound Chief 5-Minuten-Basis. Sehen wir den Aufschwung Ende letzter Woche. Anfang der Woche gab es ein bisschen Druck. Sind wir nach unten gekommen. Sind wir heute nach unten gekommen. Heute Morgen, beziehungsweise gestern. Gestern nach unten gekommen, haben uns erholt und heute verharren wir mehr oder weniger hier in diesem Seitwärtstrend oder in dieser Fahne, wenn man so will. Ja, Seitwärtstrend würde ich eher bezeichnen. Interessant in diesem Zusammenhang vielleicht die Handlungszeiten hier USA, Europa, sehen wir hier, dass wir eben heute mehr oder weniger seitwärts tendieren. Genau. Und die Handlungsmöglichkeit zielt eben darauf ab, dass es morgen eben nicht so weitergeht, sondern dass wir eben morgen den Trend beibehalten und eben nach unten durchbrechen. Wieso, weshalb, warum? Also ich würde mich noch gedulden, wir sind hier im Seitwärtstrend, genau, hier habe ich noch den Oszillator, Stochastisches. Wir sind hier im Seitwärtstrend und der tendiert hier nach oben, also wenn wir Glück haben, können wir warten hier nach der US-Wahl, hätte ich schon fast gesagt, nach der Trading-Session in Amerika, vielleicht so gegen Mitternacht, dürften wir vielleicht hier oben sein, ein leichtes übergekauftes Signal manifestieren in einem Seitwärtstrend, eine schöne Divergenz, und dann könnte man eben hier, wie wir hier sehen, verkaufen und darauf zielt eben die Handlungsmöglichkeit ab. Spekulativ natürlich, kurzfristig, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit einfach eben größer, dass er tendenziell eher fällt als steigt. Hier und wieso, weshalb, warum? Hier sehen wir auch nochmal die Hochs und Tiefs dieser Woche in Pink und letzter Woche hier. Das Tief letzter Woche und hier der Mitpreis. Und das sollten die Ziele dann sein, dass wir eben das Wochentief bei 1,4948 erreichen und eben 1,4923. So, das sind die Marken, die es zu erreichen gilt. Darüber hinaus haben wir ja auch noch den Wochendurchschnitt. Wir handeln hier mehr oder weniger auf Wochendurchschnitt. Tagesdurchschnitt ist etwas drunter und 8-Stunden-Durchschnitt, um hier ein Gefühl zu kriegen für die 3 Sessions, Asien, Europa, USA, sehen wir, tendieren wir auch seitwärts. Also, wenn man so will, es steht uns hier eine Entscheidung bevor. So, der Trendindikator zeigt hier der Preistrendindikator zeigt hier ein Kaufsignal auf der Zeitebene auch der Aaron. Würde ich aber eben konträr handeln wollen, also praktisch das eigene Signal, wenn man so will, nicht als Trendfolger würde ich hier antizyklisch einsteigen wollen. Also wie gesagt, deswegen auch hochspekulativ auf kurzfristiger Basis. So, würde ich antizyklisch einsteigen. Also sprich, antizyklisch. Genau. Stellt sich halt immer die Frage, antizyklisch oder Trendfolgen. Ich trendfolge auch lieber, positioniere mich auch lieber in entsprechende Richtung. Aber manchmal lohnt es sich antizyklisch auch. Oder was heißt manchmal? In der Regel antizyklisch einzusteigen. Hochspekulativ und wie wir uns positionieren, dazu komme ich gleich. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den Nachrichten heute. Ben Bernanke sprach soeben, redete über den Fiscal Cliff und meinte, doesn't rule out cutting interest on excessive
Excess Reserve. Also er bleibt bei seiner Politik, wie erwartet. Und was vielleicht interessanter ist, ist, dass die Bank of England, das Real sagte, dass der CPI wahrscheinlich über 2% in den nächsten 2 Jahren notieren sollte. Und morgen kommen ja auch die Minutes heraus. Morgen kommen auch die Minutes heraus, um da die Brücke wiederum zu schlagen. Morgen kommen ja auch die Minutes heraus, hier, wie wir sehen, um hier mal die Brücke zu schlagen. Morgen kommen ja auch die Minutes heraus. Zuerst der Money Supply aus der Schweiz und dann eben die Bank of England. Also von der monetären Seite gibt es morgen 2 wichtige Informationen. Einmal aus der Schweiz, M3, und dann eben die Minutes morgen Vormittag. Von daher dürften wir auch da Bewegungen sehen. So, okay. Das war's von der Nachrichtenfront. Und hier sehen wir auch schon den Chart. Und hier habe ich auch eingezeichnet, hier diesen Aufwärtstrend und diesen Abwärtstrend. Und wir sehen hier eben, dass wir hier eben, wenn man so will, einen Top gebildet haben. Und hier momentan dieses Top hier auch bestätigen. Deswegen auch dieser Abwärtstrend hier unten. Ja, wie gilt es sich zu positionieren? Wenn ihr mich fragt, sehe ich als, oder bevor ich dazu komme, wichtig meiner Meinung nach auch dieses Muster. Und zwar, wenn wir das mal hier uns wegdenken. Hier, wenn wir uns das mal hier wegdenken, dieses Muster, bestätigt es eben praktisch diesen Druck hier bei 1,50, bei über 1,50 hier. So, genau. Und solange wir eben hier drunter handeln, sieht das kurzfristig, meiner Meinung nach, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir tendenziell eher schwächer notieren im Pound. Pound Chief, Pound US-Dollar würde ich tendenziell eher bleiben. Und dann gucken wir mal, wie der Markt morgen eben auf die Daten reagiert. Aus technischer Sicht sollte das Ziel, wie gesagt, 1,4949 zuerst sein. Das bisherige Wochentief. Und dann eben das Wochentief von letzter Woche 1,4923. So. Einsteigen kann man natürlich sofort heute, hier und jetzt, wobei ich hier diese Zone eben bei 1,50, 1,4994, 1,5008, also um die 1,50 herum, ein paar Pips höher oder drunter als Einstiegszone. Ja, wer Geduld hat und die Nerven hat, würde ich eben hier warten wollen. Und dann eben hier oben einsteigen. So, natürlich kann man auch jetzt gleich einsteigen, aber 20 Pips warten könnte sich auch lohnen. Wobei hier, wie gesagt, in den letzten fast 24 Stunden, 20 Stunden, sagen wir mal, wir diese Preisebene gar nicht gesehen haben. Ja. So. Also es ist keine Garantie, dass wir hier oben kommen. Natürlich können wir auch ganz nach oben durchbrechen, aber davon gehe ich nicht aus. Deswegen auch natürlich mit Stops arbeiten. Stops würde ich bei den Wochen hochsetzen. Dann hätten wir eben 30 Pips Risiko und die Chance nach unten wäre weitaus größer. So. Nach unten wären es dann 60 Pips, hier, wenn wir die ersten 2 Marken erreichen sollten. Von daher hätten wir eine 2 zu 1 Chance Risiko Ratio. Ja, das war's ehrlich gesagt. In diesem Sinne, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Mittlerweile ist es 19.45 Uhr. Wünsche euch recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder auch gute Nacht. Wann immer oder aber auch wo auch immer ihr meine FM Signals Info Show Videos sehen oder auch hören möget. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.